Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, ja, demnächst geht's in Ferien. Wir haben jetzt Juni, Juli, August. Das ist die Ferienzeit und viele Leute fahren ans Meer oder in die Berge. Aber ganz manche Leute fahren auch ganz woanders hin. Zum Beispiel Linnea. Linnea ist unsere kleine Freundin aus Schweden und sie hat einen ganz besonderen Freund, mit dem sie im Haus zusammen wohnt, den pensionierten, alten Liebhaber der französischen Impressionisten Blümle. Blümle war früher Gärtner und er kennt jede Blume und Linnea ist so gerne mit ihm zusammen, weil er einfach so schöne Sachen erzählen kann. Und jetzt darf sie mit ihm nach Paris fahren, um dort weiterzufahren in das Haus, wo Monet mit seiner riesengroßen Familie gelebt hat und einen herrlichen Garten angelegt hat, in dem es alle Blumen dieser Welt gibt, um dort sozusagen auf den Spuren von Claude Monet dessen Bilderwelten zu entdecken. Tja, das ist wirklich eine ganz besondere Reise und als Linnea dann wirklich so jubiliert, als sie endlich all das wiederfindet, was sie in den Büchern ihres Freundes Blümle ja schon kennengelernt hat, da ist natürlich alles ganz besonders schön. Und Linnea hat noch nie so schöne Ferien gehabt, denn dieses Abenteuer, die Welt der Kunst zu entdecken, die Museen zu entdecken, denn sie geht natürlich mit Blümle auch ins Marmonton und in diese anderen Museen, in denen die Bilder, vor allem diese wunderschönen Seerosenbilder von Claude Monet hängen, im Original zu sehen, aber dann eben auch im Garten des Malers zu überprüfen, ob das alles stimmt. Und da möchte ich gerne auf ein kleines Bild aufmerksam machen, bei dem Blümle Linnea dazu motiviert, zu versuchen, selber nachzuzeichnen. Tja. Übrigens, Claude Monet hat ja nicht realistisch gemalt, sondern das kann man hier auch ganz schön sehen. Diese Seerosenbilder sind ja eigentlich Farbkleckse. Aber wenn man ein paar Schritte zurückgeht, dann sieht man plötzlich diese herrlichen Blüten. Tja, und das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wie kann ein Maler zu einem Zeitpunkt, als es ja noch keine Fotos gab und noch keine Möglichkeit gab, wirklich zurückzugehen, so wie wir das jetzt mit einem Zoom-Apparat wunderschön bewerben, wie konnte der das wissen, wie ein Bild, das er hier malt, 3 Meter weiter oder auch nur 1,5 Meter weiter, also jedenfalls weiter als seine Armlänge, das so malen konnte, dass man daraus diese herrlichen Bilder dann sehen kann. Tja, das ist alles sehr spannend und das alles wird hier erzählt. Denn Linnea im Garten des Malers ist einerseits diese herrliche Feriengeschichte, aber es ist auch ein Sachbuch, in dem wir alles darüber erfahren, was es heißt, dass Claude Monet die ganz großen, wunderbaren Imperialisten, nein, nicht imperialistischen, impressionistischen, das ist ja jetzt eine Fehlleistung, also, dass Claude Monet diese herrlichen impressionistischen Bilder malen konnte. Ja, und da kann ich nur sagen, ich würde das jedem Kind wünschen, dass jemand mit ihm dorthin fährt und gerade jetzt im Moment, glaube ich, ist das alles nicht so überlaufen, also so, dass man wie Linnea und Blümle den riesengroßen, wunderschönen Garten vielleicht sogar für sich alleine hat. Also auf nach Paris und dorthin, wo Claude Monet gelebt hat, um dieses herrliche Buch hinterher nochmal ganz anders wahrnehmen zu können. Und wenn dann über der Seine die Sonne aufgeht und man das selber sieht in Paris, ganz früh morgens um 5 im Sommer, und dann nochmal die Bilder von Claude Monet dazu sieht, dann weiß man richtig zu erschätzen, was Kunst bewirkt.